So, und da ist schon ordentlich was los. Und die richtigen Fans, die schreiben auch was auf die Straße. Also was die echten Fans sind, da ist echt was los. Ja, ja, die schreiben sogar den Namen ihres Favoriten auf die Straße und halten den ganzen Verkehr auf. Und ja. Hier ist jetzt, also wir stehen hier echt günstig. Ja. Hier fährt nämlich jetzt alles durch. Und sämtliche Fernsehteams und sonstige, die im Orga-Team oder weiß der Kuckuck alle sind, die fahren jetzt hier alles durch. Ist interessant. Wir freuen uns auf jeden Fall auf morgen. Was ist jetzt geht's los? Komm, da fahren sie gerade. Ja. Ja, ich komme. Also Jungs, fahrt vorsichtig, dass ihr gesund bei uns ankommt. Ja, ihr habt nämlich nur einige Kilometer vor euch, aber ich kann euch sagen, hier ist schon alles vorbereitet. Ja, geil, wir warten auf euch. Also passt auf euch auf. Vous ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Hop là, j'ai un t-shirt. Casquette. Da muss ich mir nur reinhungern. Zieh es an. Thank you.
c'est beaucoup. La fête était incroyable. Vraiment. Avec la plus grande sincérité, vous avez été incroyable. C'est la terre sans alcool qui apporte la frissière de la coupe de la gourmandise. C'est la nouvelle caravane missionnaire. Instagram à suivre pour participer au tirage du sort et gagner des cadeaux de points utiles. Thank you.
avec totale énergie ses supporters. Elle était magnifique avec son mouvement. Wenn sie da unten um Kurve kommen. Also schau da unten, wo die zwei Leute sind. Da bin ich die ganze Zeit gestanden. Ja, okay. Und da stehe ich jetzt wieder hin. Nimmst du mich auf? Ja, gerade im Moment. Also ich gehe jetzt wieder rüber. Wie viele Kilometer sind es dann noch? Gerade habe ich geschaut, da waren es nur 60, also sind es nur 50, bis sie da sind. Okay. Stunde maximal. Oh ja, ich gehe halt nochmal rüber. Wenn ich plötzlich die Kamera hochkriege, dann weiß ich, dass sie von der Runde kommen könnten. Ja? Okay, ciao.
So, Ossi, wie war deine erste Tour de France? Interessant. Also, sehr interessant und ja, sehr lang, der Rotti. Man braucht viel Geduld. Also, es hat so viel Geduld bedarf, ja, dass ich mit meiner 360-Grad-Kamera alles aufgenommen habe, in 4K natürlich, eine große Speicherkarte drinnen. Und wie es dann losgegangen ist, dass die ersten Fahrer gekommen sind, war die Speicherkarte voll. Ja, super. Ich habe dann gedacht, das ist der Akku, weil Ersatzakku habe ich natürlich dabei gehabt, da habe ich schnell getauscht, aber nee, geht nichts mehr. Speicherkarte voll. Ja, toll. Aber ich habe noch, wir haben ja Gott sei Dank mit 3 Kameras, eigentlich mit 4 sogar gearbeitet und da können wir die Bilder schon liefern. Also irgendwas ist doch immer mit der Technik, also wirklich wahr. Ja, müsst ihr halt über die Ursi drum kümmern. Ja, von wegen, Technik ist dein Part, ja. Ja, wir haben genug Bilder. Ich denke auch, ich habe ja auch gefilmt, ich stand weiter unter und habe dann gesehen, wann die Anfahrer sind. Eben die Zuschauer unter am Straßenrand, wenn die anfangen haben mit Klatsche und Schreie, dann wusste ich, jetzt kommt wieder was um die Kurve und dann habe ich die Kamera halt schnell angemacht und mal schauen, was draus geworden ist. Die größte Verletzungsgefahr besteht übrigens nicht bei den Fahrern. Nein, sondern dass man irgendeine Fähnele um die Oberkammer kriegt. Nein, bei mir war die größte Verletzungsgefahr 2 Franzosen, die sind, wie die Giveaways ausgeschmissen wurden, sind die um mich herumgerannt. Eine Mütze konnte ich gerade noch retten, die wollten es mir schon aus der Tasche rausziehen. Und Gummibärchen oder sonst was war schon mal meine Füße kriegen, haben sie sich drauf gehechtet. Naja, ich habe ein paar Gummibärle erwischt. Genießt man, ich wollte mich nicht drum prügeln. Ich habe gedacht, ich kaufe dann lieber welche. Ja, das war natürlich auch ganz interessant, wie im Vorfeld diese ganze Werbewagen. Ja, und vor allen Dingen, wie die Leute drauf abgesprungen sind, also das war irre. Ja, ja, für diese kleine Werbegeschenke. Aber ich habe ja auch einen Kugelschreiber von der Kugelschreiber. Ich habe einen Bleistift und damit sie habe ich. In welchem Kuli? Na, ja. Also, wir sind schon wieder ausgestattet. Schön war's. Ja, war aber man braucht Geduld, das muss man wirklich sagen. Mhm. Und vor allem bei der Bergetappe, da ist dann alles Feld auseinandergezogen. Mhm. Aber jetzt schauen wir, dass wir noch eine richtige, normale Etappe kriegen. Ja, wo vielleicht es ist, denn ein bisschen mehr am Anfang, ja. Wo das Feld dann eben da beieinander ist, ja. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war super. Ja, klar, ist mal wieder was Neues, was Interessantes, neue Erfahrungen. Hat Spaß gemacht. Definitiv. Preis 6 Euro pro Wurst. Ja, wir sind hier in der Schweiz. Thank you.
Spektakel vorbei gewesen ist, verbrachten wir die Nacht noch auf dem Stellplatz. Es war da auch eine Entsorgungsstation angeschlossen, das für die Schweiz ungewöhnlich alles kostenlos gewesen ist. Wir fuhren dann sofort weiter. Wir hatten ein neues Ziel im Auge, denn dieses Mal wollten wir die Tour de France ziemlich am Start abpassen. Die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Frankreich passierten wir ca. einen Kilometer hinter dem Platz, an dem wir die erste Etappe gesehen haben. Bergdörfer ging es über einen relativ steilen Pass wieder in ein anderes Tal und nachdem wir unsere Einkäufe getätigt haben, machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Stellplatz. Einen neuen Stellplatz für die Nacht und für die nächste Etappe hatten wir mehrere Optionen. Wir meinen, die für uns optimale erwischt zu haben. Eins können wir nur sagen, es war ein ganz tolles Erlebnis. Eine ganz andere Etappe haben wir hier erlebt, weil die Fahrer hier in einem Riesentempo vorbeigekommen sind. Aber wir haben alles Bildmaterial eingefangen und zeigen euch das natürlich im nächsten Video.